Folge 39, die Lava Session. Und das alles bloß für die Suche nach ein paar Diamanten. Das ist so traurig. Ich glaube, da wär's wirklich effizienter, wenn wir jetzt einfach ein Höhlensystem selber graben und da dann praktisch nach Diamanten graben, klassisch. Als Lava zu benutzen. So, hätten wir. So, hier was drin ist, keine Ahnung. Das werden wir nie erfahren. Okay. Achso, hier ist noch eins. Das ist natürlich ultra nice. So. Unsere Diamantenspitzhacke sage ich schon. Siehst du, wir haben keine Diamanten gefunden. Das ist traurig. Das ist echt nicht mehr. Aha. Kommt den hier. Der kann mal verschwinden. Klang gerade wie wenn ich Scheiße mache, dann spiele. Erstmal so richtig so ein richtig schöner Soak-Effekt. Klingt schon witzig, Lufti. Ich weiß nicht. Okay. Selbst damit nicht tief genug, Alter. Das Lava ist echt noch tiefer, als ich hier mit dem Eimer irgendwie abgraben kann. Das wird halt nichts. Vor allem, es kommen halt einfach keine Diamanten zum Vorschein. Kommt nur auf hoffenweise Gestein. Nee, Mann, wir gehen wieder hoch, das war's. Ich glaube, das wird so nichts. Wir werden uns also doch selber ein Tunnelsystem graben und da dann selber dementsprechend nach Diamanten farmen. Halt also erstmal schön wieder schräg nach unten. Und dann quasi einfach in der Breite uns durchs Gestein arbeiten und hoffen, dass wir auf die Art und Weise den schönen Diamanten kommen. Das mit dem Lava ist eine kacke Idee. Das funktioniert irgendwie gar nicht. Wisst ihr, wenn wir jetzt bei der Arbeit schon alleine so drei Diamanten gefunden hätten, hätte ich gesagt, okay, das lohnt sich tatsächlich, da kann man mal ein paar Folgen verschwenden, aber das ist ja ein Witz, ist das. Oha, JK1 fliegt. Ah ne, die ist gerade vom Weg runtergefallen. Kann natürlich auch passieren. So, okay. Das heißt, wir haben nichts gewonnen, außer ein Lava-Eimer. Das ist natürlich sehr nice. In Klammern nicht. Ja, ansonsten war das... Wir haben ein bisschen Eisen und ein bisschen Kohle gefunden. Okay, das war aber nicht das, was wir gesucht hatten. Da hat uns also auch nicht viel, nicht wirklich weitergebracht. Achso, ist die falsche Kiste. Hier bitte. So, das heißt, wir brauchen zum Graben eine Spitzhacke. Haben wir soweit. Wir brauchen aber nicht nur eine, sondern es werden wahrscheinlich ein paar mehr werden. Achso, halt nein. Das ganze Kack kommt hinten in die Kisten. Einmal hier. Oder hier. Oh mein Gott. JK1. Er glaubt das nicht. Sie beobachtet uns. So, du kommst nach da. Das brauchen wir auch, oder? Achso, siehst du, was wir mitnehmen sollten? Wäre vielleicht so ein Ding hier. Das nehmen wir auf jeden Fall mit. Kann man nämlich hier aus den Holzstücken und dem hier können wir uns dann immer nach Gebrauch
Neue Werkzeuge craften und müssen hier nicht hier alle jetzt die ganze Zeug nicht jetzt schon machen und dann mitschleppen. Das hält das Inventar ein bisschen übersichtlich, ein bisschen sauber. Ansonsten zu essen haben wir ja das ganze Kackgedönst hier. Licht haben wir auch, allerdings ein bisschen wenig. Komme ich immer noch ins Deckholz mit, ganz ehrlich. Sicher ist sicher. Ich glaube, wir brauchen alleine für die Fackeln brauchen wir noch Holz. Das heißt also, wir sind auf der sicheren Seite, wobei wir haben hier noch 64. Gut, dann nehme ich lieber erstmal die Dinger. Ach nee, komm. Stöcker können wir immer gebrauchen, die lasse ich hier drin als Backup. Dann machen wir das lieber so hier. Ja, und dann würde ich mal sagen, auf in den Kampf mit Gebrüll. Versuch. Siehst du, was wir machen können? Sind Kekse. Wir haben mittlerweile Kakao. Das ernte ich mal nochmal ganz schnell hier. Können wir uns bald unsere ersten Kekse machen. Okay. So. Das passt. Und jetzt gehen wir, wie angekündigt, also wie vorgeschlagen, meine ich doch zum Hotel und baggern uns dort nach unten vor. Dann machen wir so einen richtig schönen kleinen Schacht. Also erstmal habe ich vor, so einen kleinen Schacht zu machen. Und der kleine Schacht, der endet dann praktisch abrupt an quasi einer, kommt dann später hinzu, eine zugeziegelte Wand. Und hinter der Wand geht es dann los mit dem Ries mit dem eigentlichen Höhlensystem. Weil ich persönlich versuche, so Sachen immer so ein bisschen Hintergrundstory zu geben, quasi. Und dann könnte ich praktisch sagen, okay, das war unterirdisch mal ein riesiges Höhlensystem, wo halt ein Gang nach oben war, aber dann wurde das obere Gebäude zu einem Hotel ausgebaut und in dem Moment wurde dann dieser Schacht nach unten, wurde dann zugemauert. Halt also, wir werden den schön mit Cobblestone zumauern, sodass man richtig sieht, okay, da ist was hinter. Aber jetzt ist es praktisch nicht mehr zu betreten, quasi. Ich hoffe mal, das funktioniert so. Ja, das hoffe ich. Gut, das heißt also, wir werden uns hier nach unten buddeln. Das macht Sinn. So. Fackeln können die schaden. Okay. Haben wir. Ich suche mal nochmal. Ich hole mal nochmal ganz kurz Clean Stone. Kommen wir hier rüber? Ja. Nein, wir kommen hier nicht rüber. Scheiße. Ich dachte, diese Gesteinswände sind nicht anderthalb hoch, so wie die Zäune, aber die sind wohl doch auch anderthalb hoch. Ist ja Bullshit. Da ist ja voll der Beschiss. Okay, wir müssen da lang. Hier hinten ist keine Tür. So, dann nehmen wir noch ein bisschen Cleanstone mit. Ich weiß nicht, wie viele brauchen wir. Ich will hier eine Wand dazu machen. Da brauchen wir so ungefähr 10, 12 Stück. Dann noch die Treppe nach unten. Die mache ich auch Cleanstone. Wie viel haben wir überhaupt Cleanstone? Haben wir überhaupt Cleanstone? Sieht nicht so aus. Ne, wir haben keinen. Doch, ein bisschen haben wir. 5. Komm, ich nehme einfach erstmal den ganzen Stack mit. Dann wird unser Inventar doch wieder zugemüllt. Leck mich doch. Ja, also bei uns der Server, der ist sowas von super schnell. Also das hinbauen. Ich meine. Man merkt immer daran, dass hier sich hier unten, nein,
dass diese Zahl hier kleiner wird. Und das passiert quasi sofort. Bam, wisst ihr? Keine Verzögerung, kein nichts, kein gar nichts. Das heißt also, der Server. Ja, ich habe auch eine CPU-Auslastung auf dem Server von weniger als 10%. So. Das heißt, Cleanstone haben wir jetzt. Dann können wir jetzt hier eine schöne Mauer ziehen. Dann geht das jetzt praktisch mit der Mauer hier runter. Hier ist alles aus Sand. Oh, ich habe meine Haken mit dabei. Na, die brauchen wir auch erstmal nicht. Wir brauchen erstmal eine Schippe. Gut, hier ist Cobblestone, dann geht es hier eins runter. Tarara. Und hier geht es dann, also müssen wir hier runter. Dann da runter. Dann immer zwei praktisch. Also alle zwei Stufen müssen wir eins runter. Ach ja. Dass dieser alte Boden nicht wieder braun wird, weil ich hatte hier den Sand hat sich aufgetragen für das Hotel. Aber eigentlich müsste dann in dem Moment das ja wieder braun werden. Und hier ist es auch braun geworden, aber hier vorne irgendwie nicht. Naja, wer weiß das schon. Okay. So, und schon kommt der echte Gestein wieder zum Vorschein. Hä? Halt! Scheiße, ich hab hier... Oh Gott! Aber ja klar, ich habe natürlich wieder verkackt. Verkackt ist fuck. Gut, fangen wir mal am besten, damit wir nicht durcheinander kommen oder nicht allzu sehr durcheinander kommen, an. Hier ist Kobbel geplant. Ich setze am besten meine Box erstmal hier hin. So, dann brauchen wir jetzt hiervon ein bisschen was. Das kommt dann nach... Da und nach da und nach da. Und in die Zwischenräume kommt dann unser geliebter Cobblestone. Da und da. Ja, die Seite müssen wir dann auch noch mit Stein verkleiden. Das ist dann aber wieder normaler Stein. Hä, was mache ich denn hier? Eben, die Treppe wollte ich doch auch aus normalem Gestein machen. Oder? Überlegen, machen wir die Treppe aus dem, also aus dem Cobblestone, oder machen wir den normalen Stein? Nee, komm, machen wir normalen Stein. Jetzt haben wir also ein paar Slabs umsonst. Fängt ihr gut an. Ich bin beeindruckt. So, und von den Dingern brauchen wir jetzt da ein paar Slabs. Kann ich mir am besten ja auch noch einen gleichen Ofen aufstellen, weil wir werden definitiv dann noch ein bisschen Cleanstone gebrauchen. Kann... Ich hoffe, jetzt geht's wieder. Da hat wohl wieder jemand Internetprobleme. So, dahin. Und jetzt packen wir dich da rein und du kommst mal. Hä? Ach, ich bin doch bescheuert, Alter. Was soll denn jetzt gerade aus dem Cleanstone machen? Aus dem Cleanstone kann man doch gar nicht machen. Okay. Wir brauchen nämlich erstmal Cobblestone, um daraus Cleanstone zu machen. Ich schon wieder. Aha. Gut, das hier war natürlich ein Schuss in den Ofen. Hier muss wieder Sand hin. Ich sagte alle zwei Stufen eins runter und nicht hier alle jede Stufe eins runter. Das macht nämlich keinen Sinn.
So, weil unser Internet jetzt auch nicht gerade das Beste. Und da wollte ich sagen, die Stahlhacke auch schon wieder Geschichte. Och Mann, ernsthaft jetzt? So, machen wir uns mal zwei Stück. Das sollte reichen. Bisschen Licht kann auch nicht schaden. Schippe ist da. Ich glaube, wir brauchen bald eine neue Schippe. Aber die geht noch. Das ist alles noch in Ordnung. Was wir überlegen müssen, ist, wie hoch wir das Ganze hier machen. Ich hoffe mal, diese Ausbauhöhe reicht aus. Dann ist jetzt weiter graben. Jetzt kommt hier noch Gravel, Alter. Okay, wir brauchen. Ich mache mir doch eine Schippe. Das wird hier nichts. Und wenn wir schon mal gerade dabei sind, wisst ihr, dann können wir hier uns hier auch gleich mal eine kleine Kiste bauen. Mein Inventar müllt mich jetzt schon doch so stark zu, dass ich mir denke, fuck off. Manchmal kann ich überhaupt drauf zugreifen? Hey, ja, ewig, wieso kann ich überhaupt Sachen bauen? Ist doch hier eigentlich geschützte Area oder habe ich Area-Privileg? Warum habe ich meinem Let's Play-Konto so viele Rechte gegeben? Das macht überhaupt keinen Sinn. Na gut. Weg, weg, weg. Weg. Weg, weg. Okay. Gut, dann machen wir jetzt erstmal hier Plettomatokalsack. Der war unnötig. Der ist auch unnötig. Oder? Warte mal, also, hier kommt immer ein Ganzer hin. Da kommt dann. Ja, doch, genau. Also immer eins versetzt. So, hier kommt jetzt unser Cleanstone hin. Und an den Cleanstone können dann die Fackeln angebracht werden. So, hier muss auch wieder eins versetzt sein, immer. Oh Gott, hier habe ich auch eine Kante drin. Och Mann, Alter, was macht denn hier? Ich bringe mich ja noch selber um. Kann das sein? So, jetzt haben wir hier zwei, die müssten dann quasi genau immer eins versetzen. Oh Gott. Digga, so viele Versetzungen. Ich werde hier auch gleich versetzt ins Irrenhaus. Okay. Das ist wieder zu viel. Die Schippe ist mir zu schnell. So. So muss das funktionieren. Und jetzt können wir in die Lücken, müssten dann jetzt diese Dinger immer perfekt reinpassen. Und dann sollte ich die optimale Ausfüllung haben. Das müsste dann passen. So, okay. Das kommt hier nur noch Diorite oder so, oder ob sie das andere Zeug, wie auch immer das heißt. Ich brauche Licht. Aber hier kommt wieder Gestein. Sehr schön. So, das reicht von der Länge eigentlich sogar schon fast aus.
Das heißt also, der Einstiegstunnel, der wird bis auf, ja, bis auf die Höhe hier gehen. Und ab hier muss ich überlegen, wie machen wir das am dümmsten? Gehen wir dann in die Richtung weiter, nur halt breiter, also als richtiger Tunnel, oder machen wir erstmal so eine kleine Grundfläche quasi? Ich glaube, besser wäre es, wenn wir erstmal jetzt so eine kleine Grundfläche haben. Das heißt also, ich fülle hier nochmal auf. Von dem blauen Zeug haben wir ja mehr als genug. Das wird dann praktisch so eine kleine Plattform. Der Eingang in das große Höhlensystem. Hier wird dann genau an dem Block, wenn das später dann wieder zugemauert mit Cobblestone. Das wird dann grafisch hoffentlich gut wirken. Und bis dahin, das war natürlich eine schöne Verschwendung. Oh Gott, Alter. Meine arme Kohle. Ja, bis dahin, ist dann praktisch alles Clean Stone. Danach natürlich dann das, was dementsprechend gerade kommt. Nur halt bis zu dem Übergang wird halt alles hier schon mit Clean Stone ausgekleidet. Das dürfte dann optisch gut wirken. Das wirkt dann praktisch wie zu zementiert. Einmal Betrachter. Danke. Okay. Hey, ist auch schon wieder eine Stufe drin. Alter, überall sind hier Stufen drin. Ich blick das nicht. Okay. So, Cleanstone. Kommt da. Oh Gott, braucht der lange. Gut, haben wir erstmal hier unsere Platten. Können wir die schon mal hier verlegen? Die kommt dann nach da. 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 Da, 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 Scheiße, zwei zu wenig, drei zu wenig. Okay. Ja, da kommen wir rein. So, Dankeschön. Wir können auch langsam mal was essen. Perfekt. Und siehst du, so wird das dann wieder alles ausgekleidet, dann wird das hier wie aufgegossen, also wie so eine Betontreppe halt, wie das restliche Hotel ja auch. Und dann wirkt das mit diesem Cobblestone, was denn so als zugemauerte Wand wirkt, kommt dann gleich viel besser, als wie wenn hier alles aus Cobblestone wäre. Dann würde nämlich diese zugemauerte Wand bei weitem nicht mehr so gut wirken, wie ich mir das gerade vorstelle. Vielleicht wirkt es auch sowieso überhaupt gar nicht so gut, wie ich mir das vorstelle. Kann natürlich auch sein. Ich hoffe nicht. Ja, von daher. So. Nebelangerlieder. So. Sieht maskuliner aus. Ich weiß nicht, irgendwie, also ich weiß, es klingt sexistisch, aber Frauen wirken halt einfach nicht maskulin. Ich weiß nicht, woran das liegt. Wir hatten damals in der Schule das Gespräch mit Sexismus und dass ja Frauen immer gleich behandelt werden sollten wie Männer. Und ja, ich weiß nicht, ich war da mal in so einem Café und dann stand ich einer Frau gegenüber, so, wie weiß man ja, am Tresen. Man schenkt sich so gegenseitig alkoholische Getränke ein. Ja, und dann habe ich einfach eiskalt zu ihr rausgehauen, ey. Digga. Du wirkst schon echt krass geil maskulin. Aber irgendwie fand ich das gar nicht so schön. Hab ich mir ehrlich gesagt anders vorgestellt. Meine Lehrer haben wohl doch immer gelogen. Frauen wollen gar nicht berechtigt werden. So, was kann noch alles raus? Das kann raus. Ne, das brauchen wir für die Plattform. Bei der Plattform, was anders sieht, ist auch kacke.
Na, gucken wir mal. Dann lasse ich erstmal im Inventar drin. Ich meine, als Füllmaterial reicht das ja erstmal. Achso, die Blumen können noch rein. Die brauche ich hier definitiv nicht. So, okay. Dann haben wir quasi dann hier auf der Ebene wäre dann praktisch die. Ja, den Nieb. Plattform. Oh Gott, wir brauchen sehr viel Cleanstone. Das ist ja heftig. Gut, dann würde ich mal sagen, wir nehmen mal erstmal die restliche Kohle raus. Dann warten wir erstmal, bis der vorhin abgeschlossen ist. Und dann holen wir mal noch ein bisschen Cobblestone. Wir brauchen definitiv mehr Cleanstone. Rein Cleanstone haben wir leider nicht. Von daher müssen wir erstmal hier alles selber brennen. Ist natürlich eine schöne Verschwendung von Kohle, aber gut. Oha. Player JJK1 moves too fast. Resetting position. Die wird die ganze Zeit zurückgesetzt. Das ist natürlich nicht gerade das Goldene vom Ei. Die Nachricht nicht. Digga, Alter, die wird andauernd zurückgesetzt. Was macht die denn? Fliegt die gerade oder was? Hey, die wird die ganze Zeit so schnell zurückgesetzt. Ah gut, okay, lassen wir das erstmal. So, wir brauchen ganz viel. Na gut, so viel wahrscheinlich jetzt nicht, aber Vorrat ist gut. Wir haben da ja zur Not eine Kiste. Da können wir erstmal alles reinpacken, was zu viel ist. Beziehungsweise wir haben da oben ja auch noch eine Kiste. Ist da vielleicht Cleanstone drin? Wenn ja, würde ich mir die nämlich tatsächlich sogar rausnehmen. Einfach um ein bisschen Zeit zu sparen und vor allen Dingen um Ressourcen zu sparen. Kohle ist heilig. Ja, okay, 14. Ist das nicht gerade das, womit ich gehofft hatte? Womit ich gerechnet hatte? Also, was ich gehofft hatte? Aber gut. Es ist ein gutes, also es ist ein guter Wille dahinter. Ja, kann man so sagen. Mehr geht halt leider erstmal nicht. Achso, und wenn ihr fragt, warum ich das Gebäude hier nicht im Let's Play gezeichnet hatte, gebaut hatte, das ist einfach, sieht man ja, das ist ein relativ großes Gebäude, das im Let's Play, das wäre absolut Katastrophe gewesen. Da hätte dann wahrscheinlich das, ja, Gronkh-Syndrom angeschlagen. Und dann, ja, hätte das, alleine das Gebäude, garantiert so 2000 Folgen gedauert. Gut, bevor ich die Kohle rein tue, würde ich mal sagen, wir beenden erstmal das Let's Play und, also die Folge jetzt. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge gleich wieder. Ciao. Mit V, würde ich da mal sagen, ne?